Am Donnerstag haben rund 70 Vertreter der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft SWG die künftige Hauptgeschäftsstelle in der Arsenalstraße 12 besucht. Seit vielen Monaten wird an dem denkmalgeschützten Objekt fleißig gearbeitet. Jetzt steht der Einzug bevor. Am 12. November werden insgesamt 38 Mitarbeiter der SWG samt Vorstand das Quartier am Pfaffenteich beziehen. Vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss auf den insgesamt 1340 Quadratmetern wird weiterhin an den Sanierungsbau- und Umbauplänen für Schwerin gearbeitet. Doch das eigene Zuhause im Herzen der Landeshauptstadt zu errichten, war für die Genossenschaft und ihre Partner kein einfaches Vorhaben. Es ist sehr aufwendig, aber doch sehr erfolgreich gewesen. Wir konnten sehr viele Dinge abstimmen, noch bevor wir jetzt in die Endphase kommen, dass Fußbodenbelag reinkommt und wir langsam die Möbel reinstellen können. Es ist sehr viel Technik eingebaut worden, zum Beispiel eine ganz große Lüftungsanlage, weil wir hier viele innenliegenden Räume haben. Also das ist natürlich ganz wichtig gewesen, dass wir das alles abstimmen konnten, Beleuchtung, all diese Dinge konnten wir sehr gut abstimmen. Also das war eine schöne Zusammenarbeit, hat mal Spaß gemacht. In der anschließenden Vertretersitzung wurden wichtige personelle Veränderungen bei der SWG angekündigt. Ab dem 1. November wird Magitta Schumann den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Wilfried Wollmann auf seinem Posten ablösen. Zum gleichen Zeitpunkt wird der ehemalige Geschäftsführer der WGS Guido Müller neues hauptamtliches Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft.